Ich finde, folgendes ist so einer der effektivsten, wenn nicht der effektivste Lifehack überhaupt. Und ja, leider ist es immer noch so, dass viele Leute das nicht so richtig nachvollziehen können. Und das möchte ich gerade mal ein bisschen aufdröseln. Und das ist mir wirklich extrem wichtig, dass es wieder das Thema Zucker durch Früchte. Man sollte die erste Mahlzeit, wenn man sie nicht gerade weglässt durch Intermittent Fasting. Aber auch wenn man Intermittent Fasting macht, danach die erste Mahlzeit sollte meiner Empfehlung nach eigentlich immer komplett aus Obst bestehen und wirklich viel Obst, also bis zu 2 Kilo, vielleicht sogar mehr. Die Sache ist die, dass viele Leute mich eingeschlossen so eine natürliche Sperre haben, dann nicht zu viel. Also so viel Obst zu essen. Weil Obst ist halt ein natürliches Lebensmittel und da funktioniert dann noch unsere natürliche Sperre und sagt dann ungefähr vielleicht nach 1 Kilo, vielleicht schon früher, vielleicht etwas später, nee, das ist mir irgendwie zu viel und so weiter. Und im Prinzip ist das auch richtig. Gleichzeitig ist es aber so, dass unser Körper nicht in einem natürlichen Zustand ist. Und da kann es sinnvoll sein, mehr Obst zu laden und dadurch mehr Zucker zu kriegen, weil es einerseits sehr, sehr gut, sehr, sehr stark stimuliert, ohne dass es irgendwie Schaden anrichten würde oder zu großen Schaden, und gleichzeitig reinigt es den Blutkreislauf so stark, dass es halt für mehrere Stunden extreme Energie gibt, also indirekt halt. Auf jeden Fall hat man danach extreme Energie und extreme Stimulation, wodurch man sich natürlich nochmal extrem energetisch fühlt und motiviert ist. Und das tritt erst bei hohen Mengen oder relativ hohen Mengen auf für die meisten, weil die halt, ja, weil die Rückvergiftung dann halt auch noch gestoppt wird zusätzlich. Es gibt dann auch noch mal Energie. Und das ist halt besser, da dann zu meditieren. Das mache ich dann, wenn ich halt ein paar Schritte zurückgehe, dass ich mir sag, also dass ich halt diesen Widerstand auflöse in mir, der halt automatisch einfach kommt und sagt, das ist zu viel. Bisschen einfach auflöse und es zulasse und es fließen lasse, dann merke ich auch, wie die Verdauung viel besser funktioniert. Weil ich mir dann halt denke, es ist besser, als wenn du dann halt nur 500 Gramm davon zu dir nimmst und hast dann trotzdem aber noch irgendwie einen Drang, irgendwas zu dir zu nehmen und isst dann später doch wieder dein Brot oder Getreide oder sowas. Weil das ist halt kein natürliches Lebensmittel, die sind totgekocht und da hat man halt dann nicht diese natürliche Sperre, obwohl das Brot halt noch einen viel negativeren Effekt hat, als wenn man halt 2 Kilo Obst laden würde. Es gibt natürlich Menschen, die halt so stark vergiftet sind, auch im Darm, dass sie so viel Obst nicht vertragen. Aber ich empfehle da halt wirklich für die Leute, die halt so eine natürliche Sperre haben, da zu meditieren und das halt zumindest mal ausprobieren. Also meine Erfahrungen sind immer wieder, dass man so übelst krass Energie dadurch hat, dass man sich halt wirklich forschen kann und man ist einfach in so hohen Höhen, wie man es sich wirklich noch nie erträumt hat, einfach. Das ist wirklich wahr. Und viele Menschen können sich das einfach nicht vorstellen. Oder haben halt diese natürliche Sperre eben, die zu überwinden, zeitweise, weil wir halt nicht in einer natürlichen Umgebung leben, ich für besser empfinde, als dann wieder zurückzugehen zu dem nächst besseren, sage ich mal, oder nächst schlechteren, sozusagen. Dass man sie halt morgens einfach einen Smoothie macht aus Bananen und gefrorenen Beeren zum Beispiel. Das ist halt sehr einfach. Man kann auch die Bananen einfrieren auf Vorrat und dann irgendwie heißes Wasser dazu nehmen für den Smoothie. Damit das nicht so ein Eis ist oder so. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Obst oder Obstsaft, Smoothie, Bananeneis als erste Mahlzeit zu sich zu nehmen. Quick Fix, Lifehack.